die Leute sind solidarisch. Der John Bauder hat, seitdem das bekannt ist worden, dass sie so Johns kleine Farm muss zutun, über 160 Angebote bekommen. Leute, die angeboten haben, das eine und das andere Tier zu adoptieren. Der Elan freut den Tierfreund, aber rechtlich tut das nicht verhaben. Es sind viele Tiere, die man privat halten kann, die keine Bewilligung brauchen. Aber es gibt auch sehr viele bei uns, wir sind ja nicht so. Und von dort her gibt es viele Tiere, die eine Haltebewilligung brauchen. Das heisst, der Kanton muss Bewilligung geben, dass jemand die Tiere halten darf. Und das geht mehrere Wochen, je nach Kanton, vielleicht manchmal auch länger. Für die Haltung von Wildtieren braucht es spezielle Ausbildungen und eine offizielle Bescheinigung vom Tierarzt. Für die Affen, die Kamel, die Lamas und Co. muss der John Bauder darum auf professionelle Hilfe zurückgreifen. Wir haben natürlich Kontakte zu anderen Zoos. Wir sind in einem Zooverband organisiert, der Deutschen Tiergartengesellschaft. Wir sind auch in der Schweiz durch mich als Betriebsleiter mit der WZS, Wildpark Zoo Schweiz, verbunden. Die Gespräche sind am Laufen, aber noch nichts Konkretes genagelt, was mit den wilden Tieren passieren wird. Die Wildtiere machen etwa die Hälfte des Tierbestands von John Bauder aus. In welches neue Heim diese Tiere ziehen, ist im Moment noch unklar. Auf jeden Fall nicht nach Biel, weil der Tierpark hat keinen Platz. Haben wir 130 Tiere in 20 Tierarten und momentan leider alle unsere Lebensräume sind voll. Oder Rettungspark in Gremin ist noch nicht angefragt worden. Trotz aller Verzögerungen bleibt John Bauder zuversichtlich und nimmt sich aus Liebe zu seinen Tieren viel Zeit für sie. Es geht nicht darum, so schnell wie möglich loszuwerden. Es kann auch gut sein, dass Tiere, die vielleicht länger brauchen, um zu platzieren, oder vielleicht muss die eine oder andere Einrichtung noch etwas bauen oder etwas einrichten, dass es geht. Da sind wir nicht so stur, dass wir sagen, aber Platz gefunden haben, bis Ende August müssen wir, dass wir sagen, in einem gewissen Zeitfenster sind die Tiere platziert. Die Stiftung Johns Kleine Farm hat beschlossen, die Türen Ende August für die Besucherinnen und Besucher zuzutun. Ein symbolträchtiges Datum. Denn vor 28 Jahren hat der Zoo aufgetan. Die Besitzer haben noch 2 Jahre Zeit, alles zurückzubauen. Und etwas ist klar, die uralten Luchsen sind wahrscheinlich die einzigen, die Kaunach nicht verlassen werden. Ihre Lebenszeit wird noch auf ein Jahr geschätzt.